So Leute, ihr wollt es und ihr bekommt es, und zwar den Testbericht von unserem Akkubetonrüttler von Milwaukee. Und ihr seht schon, wir haben hier zwei Licke, und zwar einmal in der Ausführung 1,20 Meter und 2,40 Meter. Die gibt es aber auch noch in einer Ausführung, da müsst ihr mal auf der Website dann schauen. Wenn ihr jetzt aber vorhabt, euch so einen Akkurüttler zu bestellen, dann sage ich euch, was damit dabei ist. Ihr könnt entweder die Variante 1 wählen, wo halt einfach nur der Rüttler kommt, ohne Akku und Schnellladegerät. Ich habe es jetzt schon gesagt. Oder Variante 2, einmal mit dem Schnellladegerät und mit diesem Akku, und zwar mit dem 5,5 Stunden Ampere Akku. Der ist mit dabei. So wird es dann zu euch geliefert. Was auch informativ ist zu wissen, und zwar, ihr könnt jeglichen Akku von Milwaukee in die Akkumaschinen von Milwaukee reinmachen. Ne? Wird ja zwar der 5,5 Stunden Ampere mitgeliefert, aber ihr könnt auch den 8 oder 12 Ampere Stunden reinmachen. Deswegen kann ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt noch keine Akkus daheim habt von Milwaukee, bestellt euch noch ein paar mit. Für diese Maschine würde ich euch hier den 12 Stunden Ampere Akku empfehlen. Laut Milwaukee schafft so ein 5,5 Ampere Stunden 8 Kubik. Jetzt haben wir das aber auch richtig hardcore getestet. Ich sag's euch, wie es ist, und wir haben den komplett durchlaufen lassen. Ein 5,5 Stunden Ampere hat bei uns jetzt nicht ganz für einen LKW gereicht. Hat aber vielleicht auch was mit dem Wetter zu tun gehabt. Wir hatten es ziemlich kalt draußen. Aber ich muss euch eins sagen, dieser 12 Stunden Ampere Akku hat locker gereicht, ne? Also kann man jetzt so oder so sehen. Müssen wir mal testen, wenn es dann jetzt wärmer draußen wird. Aber das ist, glaube ich, auch informativ zu wissen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo wir denn getestet haben, und zwar habe ich meine Fertigteilstützen damit betoniert. Und jetzt kommen wir auch schon zum Anwendungsbereich von diesen Akkubetonrüttler. Viele werden jetzt denken, mit denen kann man auch Bodenplatten betonieren. Denke ich, wird funktionieren. Soweit sind wir noch nicht, aber wenn wir soweit sind, werde ich es natürlich für euch auch testen, ob das funktioniert. Aber wir bekommen vielleicht auch noch eine andere Maschine. Da bin ich auch mal gespannt, wie die dann ist. Aber dazu kommt dann mehr. Wir sind jetzt hier bei dem Akkubetonrüttler. Und die Anwendungsbereiche sind eigentlich dafür da, für Wände oder überall, wo es schmal zugeht, für Ringanker. Sind die super gemacht, Leute, weil ihr habt einfach keine Stolperfallen mehr, wenn da irgendein Kabel rumliegt, ne? Ihr kennt's, ihr habt euren Betonrüttler, der mit Kabelbetriebe ist, dann steht er da oben auf dem Krüsch, dann müsst ihr da betonieren, dann habt ihr da 10 Kabelleger gefüllt und irgendeiner stolpert drüber, und das ist gefährlich, und das verhindert so ein Akkubetonrüttler. Und deswegen bin ich auch ein unheimlicher Fan davon. Gerade für so kleine Sachen, wie auch wir da draußen die Fertigteilstützen gemacht haben, ey, ihr habt einfach nicht mehr diese Kabelgeschichte. Die regt einem so unheimlich auf, aber mit der ist es einfach vorbei. Was übrigens auch ziemlich cool ist an der Maschine. Dieses Jahr, ihr seht's, warte mal, ich mach den Akku rein. Auf den ersten Blick schon ziemlich handlich, ne? Aber auf der anderen Seite hat sie halt hier auch noch so einen Haken. Dann könnt ihr die überall reinhängen, zum Beispiel ums Gerüst, wenn ihr jetzt einen Ringanker betoniert. Und dann fliegt die euch da nicht ums Ohr, ne? Also dann hängt ihr die einfach rein, dann hängt die da und dann könnt ihr sie immer wieder rausziehen. Das ist halt auch ziemlich cool. Und wenn ihr den Haken nicht mehr braucht, dann könnt ihr ihn gerade zuklappen. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, ihr könnt mit eurem Finger die Geschwindigkeit, wie das verdichten soll, also die Vibration, könnt ihr steuern, ne? Das bedeutet, wenn ihr langsam drauf drückt, dann macht, ja, dann ist es halt eher langsamer beim Verdichten. Und je stärker ihr drauf drückt, ich muss jetzt aufhören, je stärker ihr drauf drückt, je stärker verdichtet die dann auch, ne? Ich habe jetzt für euch einen kleinen Tisch vorbereitet. Ich habe ein altes Aquarium hier geschnappt. Da füllen wir jetzt Beton rein, um euch zu zeigen, wie dieser Akkubetonrüttler verdichtet. Wir werden auch noch Eise dazu reinmachen, dass man das auch mal ein bisschen genauer sieht. Das ist nämlich auch ziemlich interessant, wie der ganze Vorgang dann aussieht. Ich habe hier jetzt schon Beton stehen, den füllen wir jetzt rein und dann legen wir los. Ihr könnt jetzt sehen, wir haben den Beton hier reingefüllt, und jetzt noch kurz zur Demonstration. Hier unten haben wir tatsächlich ein bisschen flüssiger eingefüllt. Da hat er sich schon fast selber verdichtet. Deswegen haben wir ihn hier oben ein bisschen grober gemacht, damit ihr das auch mal seht. Wenn er jetzt nicht richtig reinfließt, dann sind hier solche Luftlöcher, und die macht dieses Gerät, also der Betonrüttler, weg. Und der Flo filmt jetzt zwar da mal drauf, ich hebe das jetzt rein und dann könnt ihr das mal sehen. Mal
Ich muss ein bisschen weg von der Flasche. Ihr habt jetzt gesehen, wir haben hier verdichtet. Jetzt ist alles raus, die kompletten Luftblasen sind raus. Und jetzt hier auf der anderen Seite habe ich extra für euch nicht richtig gerüttelt. Aber ihr seht, hier sind noch sogenannte Luftblasen. Und die Seite müsst man jetzt auch noch verdichten. Und dann nivelliert er sich auch oben schön aus. Dann bildet sich so ein Oberflächenwasser. Und dadurch könnt ihr den auch super glatt machen, so am Rande. Ne? Deswegen ist es immer wichtig zu verdichten, nicht tot verdichten, weil das ist auch nicht gesund. Dazu können wir übrigens auch mal ein komplettes Video machen, wenn es euch interessiert. So alles ein bisschen rund um den Beton, was man zu beachten hat. Dann haut es gerne in die Kommentare rein. Aber wenn er dann schön verdichtet ist, dann bildet sich so ein Oberflächenwasser. Und damit kann man den auch super nivellieren. Übrigens haben wir hier die Eisestäbe reingemacht, damit ihr das aussieht, wie das aussieht mit Eisestab und ohne Eisestab. So, und ich habe euch ja gesagt, dass mit der Stufe, so kann man ja die Geschwindigkeit von der Vibration hier ändern. Und jetzt könnt ihr das auch übrigens mal sehen, wie das ist, wenn er langsam verdichtet und wenn er schneller und dann gehen wir richtig. Und was übrigens auch wichtig ist beim Verdichten, ist immer schnell rein. Und dann langsam hoch. Damit kriegt ihr dann die Luftblasen raus. Ich kann jetzt hier nicht so richtig demonstrieren, aber wenn ihr draußen betoniert, weil ich habe Angst, dass die Glasplatte hier wegplatzt, müsst ihr das beachten. Ne? Hier die Maschine runter. So Leute, das war jetzt der Test, um euch zu demonstrieren, wie das ist, wenn da Luftlöcher sind und wie die Maschine das dann auch verdichtet. So der Vorgang. Das ist nämlich auch immer sehr spektakulär zu sehen. Das wissen viele auch nicht, weil wenn man nämlich den Beton nicht verdichtet, dann bekommt man Kiesnester oder solche Rattennester. Und das zu vermeiden, ist so ein Betonrüttler unheimlich wichtig. Der wird oft vergessen, aber ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Und wenn euch das jetzt gefallen hat, das Video, und ihr andere Maschinen sehen wollt, dann haut es gerne in die Kommentare rein, dann werden wir sie testen für euch. Vergisst übrigens nicht, die Glocke zu aktivieren und lasst auch gerne gleichzeitig noch ein Abo da, ne? Damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Ich bin raus, ne? Und ich sag ciao!